So, beim letzten Mal in Super Mystery Dungeon haben wir Entei auf dem Feuerberg oder so besiegt, auf der Feuerinsel. Und wie das Abenteuer jetzt weitergeht, finden wir raus. Oh, richtig, und wir sind zurückgekehrt. Deshalb haben wir, glaube ich, Vorbereitung Ja, gemacht beim letzten Mal. Dann können wir. beim letzten Mal kurz vorher noch Vorbereitung gemacht. Ach so, dann können wir ja direkt in die Connexus-Fähre gehen und wieder ein bisschen grinden. So wie es sich gehört. Ein Nein. paar Connections schaffen. Ja, Konnexionen. Haben wir nicht Rotom letztes Mal geholt? Ah ja, Rotom ist schon Ja, golden. Rotom haben wir letztes Mal geholt, genau. Okay, dann haben wir Blanas! Planas! Ist das unser Blanas oder ist das ein anderes Blanas? I don't Laber know, nicht, aber ich. scheint nicht unser zu sein. Ich wollte gerade sagen, mit diesem Pokémon bist du nicht verbunden worden. Willst du mich vereiern? Wir sind im Herzen mit Blanas verbunden. Ich bitte euch, warum ist eigentlich immer noch der Screen so blau? Geronimat Somnia. Was will Somnia machen? Bin ich nicht verbunden? Aber ich bin noch hier verbunden. Skelabra! Dem Da, Pokémon. nope. Locker lassen, du. Rockolos auch nicht. Was? Ah, Da. Libeldra! Wir sollten bis zur letzten Ebene erfolgen. Auftraggeber in Zelda im Sandkontinent. 5 Sterne. Ich hätte Bock. Aber es klingt gefährlich und Sandkontinent. Brauchen wir nicht einen Pass dafür? Ja, dafür bräuchten wir, glaube ich, einen Pass. Oh, ich will Libeldra. Kann ich Rabeidon nehmen? Nö. Hör die mit dem Ausrufezeichen. Wir gucken mal, was so ein Pass kostet. Der Pass? Kecleon verkauft mir einen Pass. Einen geilen Pass für Ja, meinen Lapras, was ich jetzt seit kurzem habe. Ah, wie ich sehe, hast du Interesse komm. an Lapras-Pässen? Ein Sandpass für 3000. Oh, ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon machen sollen. Aber es könnte auch gut Training sein. Wir könnten. Oder Wir es könnte können. uns den Tod bringen. Ja, ich will es eigentlich nicht. Wir gucken mal, was es noch gibt. Wird uns auf jeden Fall den Tod bringen. So, was haben wir hier? Wir haben hier oben noch. Hundemorn, Hundemorn. ja. Was ist dein Anliegen? Geheimversteck von Hundemorn. Okay, das machen wir. Auftrag wurde notiert. Alles klar, Foxy, wir machen das ganz am Ende. Ich brauche dann aber noch Definieren den Sie Link einen später, aber Geheimversteck wahrscheinlich. auf. Oh, dort ist Taboga und der hat auch ein Ausrufezeichen. Tauboga. So, das Setup scheint zu stehen. Dankeschön für den Headpad. Gutes Sehvermögen ist ein Segen im Alltag. Diesbezüglich also die Augen offen halten. Oh, Eine warte. kleine Unterhaltung geführt. Ach, man kann die einfach so freischalten Nein. dadurch? Ja, scheint so. Aber eine nette kleine Unterhaltung. Ach ja, manchmal weiß ich einfach nicht, wo ich hinschauen soll. So ist das nun mal, wenn man ein solch ausgezeichnetes Sehvermögen hat wie ich. Na, jedenfalls nett mit dir zu plaudern. Oh, Yay! Ein Konnexosphäre! neuer Facebook-Freund! Ja. Wo Oh, die kommt ist ihr mit hier? Und da ist Frostlass Pogetech. und Und da Togetic. ist. Und eins von den beiden, die ich gar nicht mag. Das, was ich weniger scheiße Das, was finde. ich tatsächlich mehr mag von den beiden. Ich auch. Weil es weniger scheiße aussieht. Ja. Machst du Auch Mühe. wenn die Entwicklung eine derbe Enttäuschung ist. Also, in die sonnigen Gärten. Was gibt es dort? Schwierigkeit schwer, Ebene 7. Oh, Musst du 5x3 Pokémon erlaubt. Alles klar. So, unser Teammitglied ist weg. Aber wer ist denn das dritte? Was können wir denn hier aufstellen? Butterlander ist weg, aber bestimmt haben wir Zugriff auf. Dragoran ist weg. no. Wir haben keinen Wir haben Pseudo-Legend. Simsala. Ja, wir haben Simsala, wir haben. Oh. Cesurio ist auch weg. Ja, irgendwie, wo ist Dragoran? Dragoran ist weg. Dragoran ist weg, Brutalanga ist weg und ja, okay. Dann nehmen wir Simsala mit. Okay. Der sollte. Simsala. Haben wir ihm mittlerweile schon gute Attacken gegeben?
I don't know, wollen aber lieber prüfen. Kann ich? Okay, dann gehen wir nochmal schnell zum Rest der Dings. Oh. Attacke, zack, bumm. Erinnern und vergessen. Meine Attacke verändert, also Teleport kann er nicht mehr, das heißt, wir haben irgendwie schon mal an ihm rumgefingert. Kann ich nicht einfach mal seine Attacken sehen? Genesung und Gedankengut, ja, der hat definitiv gute Attacken. Na, dann ist gut. Vorwärts rein da. Wir wollen Abenteuer erleben. Ich weiß, ich hab gefingert gesagt. Problem. Wir haben ein bisschen. Wir haben uns ein bisschen Zweideutigkeit verdient. Wir haben editiert. Oh, das ist die geile Musik. Die mag ich. Ja. Ich könnte mir jetzt ein bisschen Shogetten. Shogetten. Ja. Ich habe mir heute beim Einkaufen noch Shogetten gegönnt. Kann ich dir da nicht die Psychoklinge von dir angreifen? Psychoklinge! Natürlich trifft das nicht. Das hätte dich getroffen. Ha! Switch! Mhm. Und jetzt Psychokinese! Die nicht so viel Schaden macht, aber ist egal. Ich sollte nicht so viel Psychokinese spielen. Konfusionsschutz. Auf jeden Fall eine gute Sache für mich, weil sonst töte ich die. Habe ich den überhaupt ausgerüstet? Eben. Ich dachte, standardmäßig kriegt unser drittes Teammitglied diese Sachen. Boah, Barmut kriegt so schnell KP wieder, das ist der Wahnsinn. So, Paralysestütz, you know what? Why not? Und Feinimmunität auf jeden Fall für mich. Weil ich ja diese Exkursion leiten werde. Aber nicht zu viel vom gelben Sand naschen. Hey, Moment, hier geht's ja gar nicht lang. Und mit gelber Sand meine ich Schokolade. Hey, Moment, kann man da runter? Wie geil. Psychoklinge! Aber warte, das ist nicht sehr effektiv. Oder doch ist es? Es sieht halt aus, als könnte man da runter, kann man aber nicht. Boah, weißt du, was cool wäre, wenn da Pflanzen-Pokémon rüber könnten? Irgendwie durch tiefen Dschungel oder sowas. Slimer! Oh mein Gott, so viel Schaden. Shirox, Shirox! Aua! Du sollst doch nicht Mr. Präsidenten. Don't run with scissors. Also genau, merkt euch. Rennt nicht zusammen mit Shirox rum. Mit Shirox. Ich booste mich und dann klatsche ich dich weg. Don't run with scissors. Boom. Shirox. Ich renne nicht mit Shirox. Items! Oh nein, ich will Items. Ich will. Was war mein ganzer Schreck? Ja, mal reinspaziert für ein Test in Tee. Reingefahren, der kennt kein Tee. Ist das nicht der Monsterraum? Und du machst es nicht. Ja. Okay. Wo sind meine Teammates? Die stehen in der Tür. Am Eingang, ja. Die müssen wir beschützen. Ich würde gerne ein Feld nach links gehen, aber kann es sein, dass das Spiel laggt? Nein, das sind einfach nur alle. Achso, das. Ja, ein bisschen Friend Drops. Ja, aber das ist das Spiel, das bin ich echt. Also nicht die Capture Card.
Oh mein Gott, so viele Icons. Von wegen, das Spiel hat bessere Performance als die Hauptspiele. Oh mein Gott, was für diese Frame Rate gerade. Scheiße! Oh boy. Gib mir mal bitte mehr HP. Ha, es wäre vielleicht sinnvoller. Bahamut will mich gleich heilen, oder? Hoffentlich. Bam! Ich habe eine Siedelbeere eingesammelt, ja, okay. Bam! Maximale Energie! Ihr schießt. Aber die machen echt wenig Schaden. Alter, nicht Leech Seeden jetzt! Junge! Ich bin tot. Ich lebe. Ich will jetzt diese Xerox töten. Okay. Boah, wenn wir nicht von allen Seiten gleichzeitig kassieren würden. Ich versuche jetzt schräg auf die Treppe zu gehen. Eventuell haben wir uns übernommen. Alter, wir haben keine Blebersamen mehr. Du hast die Krise überstanden. Warte, das war's. Ich dachte, ich muss noch gegen die kämpfen. Du hast mir aber kalt, aber Entschuldigung für die kleine Lüge eben. Das kann garantiert nicht mal vor. Lass uns Freunde sein, ja. Ja, moin. Einfach so, ja, ich leg dich in eine Todesfalle. Aber hey, du hast überlebt, du bist cool. So, hast du Freunde? Ein Leta King. Ein Leta King, ja. Und ein Knetz. Beides findet man im Blütenburgwald. Ehrlich gesagt, das Knetz haben wir schon. Das Caliper ist, ja. Taktischer Rückzug. Ja. Wie sollen wir denn jetzt vermöbeln? Heute ist Schluss mit der Forschungsarbeit und morgen müssen wir wahrscheinlich wieder die Story machen. Oh shit, das ist wirklich Storytime. Story. Du darfst diesen Vogel sprechen. Oder willst du das Leinus? Ich glaube, ich will das Leinus. Das hast du, glaube ich, schon was mit Cricket tun. Ich glaube, Cricket tun hattest du. Oh, okay. Diese Hitze heute wieder. Aber was will man machen? Ja, die Sonne brennt gerade so erbarmungslos auf uns nieder. Ich habe das Gefühl, als würde ich jeden Moment zerfließen. Groudon. Der Feuerkontinent. Es ist einfach Sommer 2023. Blind. Dann wollen wir doch mal sehen, wie man es auch dreht und wendet. Sie bewegt sich auf uns zu. Guten Tag! Ist jemand zu Hause? Hä, was? Na du, Besuch? Ist das einfach der Blanas? Oh, tatsächlich! Einen Moment bitte! Ich bin sofort da! So, guten Tag! Entschuldigung bitte, dass es eben so lange gedauert hat. Außer mir ist momentan niemand hier. Also, was führt dich her? Weißt du zufällig, ob Pina und Bahamut hier irgendwo stecken? Pina meinte, dass sie hierher wollten. Ich wollte ihnen einen Besuch abstatten und schauen, wie es ihnen so geht. Das ist so wholesome, holy shit. Da kennst du Pina und Bahamut also? Tut mir leid, aber die beiden sind gerade unterwegs. Sie sind arbeiten, um genau zu sein. Doch, wir sollten bald wieder hier sein. Einfach Kinderarbeit. Sieh an, kaum dass man davon spricht. Oh, Blanas! Blanas!
Benny! Ich meine, was? Ja, Mammut! Wie lange nicht gesehen, ihr zwei? Ist denn was passiert? Nun, ich hatte gerade etwas in Trubenstadt zu erledigen und wo ich schon mal hier bin, wollte ich unbedingt vorbeischauen und sehen, ob wie es euch beiden so, bei euch beiden so läuft. Ah, alles klar. Wir haben tolle Neuigkeiten, Blanas. Wir beide sind jetzt Mitglieder des Forscherteams. Ist das euer Ernst? Ich hatte zwar damit gerechnet, dass ihr hartnäckig euer Ziel verfolgen würdet, aber ich hätte nicht gedacht, dass euer Team so schnell euer Traum so schnell in Erfüllung gehen würde. Weißt du nicht, Kinder könnten dem Forscherteam nicht beitreten? Die beiden mögen zwar noch Kinder sein, aber sie sind bereits mit allen Wassern gewaschen. Und deshalb hat Anforos bei ihnen ein Auge zugedrückt. Sag mal, Barmut, willst du uns denn nicht vorstellen? Ja, doch. Das ist Blanas. Mein Nachbar aus Ruhenau. Hina hat dort bei ihm zu Hause gelebt. Ja. Oh, ich verstehe. Da hast du aber einen weiten Weg auf dich genommen. Vielen Dank. Die beiden machen sich prima bei uns im Forscherteam. Also sei völlig unbesorgt. Ups. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank, dass ihr euch so fürsorglich um die beiden kümmert. Pina? Ja, es tut mir wirklich leid. Ich habe mich nicht verabschiedet, als wir Ruhenau verlassen haben. Fühlst du dich etwa schlecht, weil du dich damals klammheimlich weggeschlichen hast? Habe ich gerade gesagt. Mach dir keine Sorgen, ich verstehe dich. Schließlich war ich ja auch mal jung. Hauptsache, es geht dir gut, Pina. Yay, Papi. Und? Was macht dein Gedächtnis? Nope, gar nichts. Irgendwelche Zeichen der Besserung? Nein. Schade. Und die Megalodon? Die haben wir nicht gesehen. Bist du ihnen hier in der Gegend begegnet? Nein. Megalodon waren diese rätselhaften Pokémon, die es auf Pina gesehen hatten, ja? Haben die sich in der Zwischenzeit in Ruhenau blicken lassen? Als wir das Dorf verlassen haben, sollen sie ganz in der Nähe herumgelungert haben. Nein, kein Spur von denen. Mich hatten sie ja auch angegriffen. Deshalb sitze ich quasi immer auf gepackten Koffern, um im Ernstfall Reis auszunehmen. Nicht das ganze Dorf im Stich zu lassen. Doch aus irgendeinem Grund haben sie Ruhenau bisher gemieden. Verstehe. Tja, keine Nachrichten sind gute Nachrichten, aber so ganz traurig den Braten nicht. Sag mal, Pina, was hat es mit dir und diesem Megalon auf sich? Stimmt ja, was haben wir denn nie erzählt? Wir haben das Forscherteam noch gar nicht in diese reingeweiht. Warum hat Jirashi das Geheimnis von Pina anvertraut? Ja, also das war so, wir sind hier angekommen, weil wir wurden verfolgt und so. Was? Pina ist in Wahrheit ein Mensch? Ach ja, das auch. Ja. Das Detail hast du völlig vergessen? Okay, verstanden. Pina ist also ein Mensch. Interessant. Jirashi, weißt du, was ein Mensch ist? Ich habe von ihnen gelesen. Sind das nicht Fabelwesen? Das hast du aber schnell verdaut. Normalerweise ist man doch von solchen Neuigkeiten überrascht, oder? Und sagst, du spinnst doch oder im Ernst oder sowas. Nun ja. Im Forscherteam gibt es einige schräge Typen. Ein Mensch, der sich in ein Pokémon verwandelt hat, das hört man doch öfter mal. Als ob, laber doch nicht. Wie bitte? Öfter? Ich hab noch nie etwas Vergleichbares gehört. Aber wir sind doch dumme Dorftrampel. ich hab das schon mindestens viermal mindestens dreimal mitgekriegt. Wichtig ist doch vielmehr, warum sie es auf Pina abgesehen haben. Oh, es kann wirklich sein, dass das Jirashi auf die Wunschhöhle anspielt und auf die feurigen Teile. Also gut, überlass das ruhig mir. Ich rede heute mit allen und dann werden wir Pina mit Feindkräften beschützen. Damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Danke. Ich will mich dann
Tschüss. Bye. Vielleicht, dass es euch hier gut geht, Pino und Bahamut. Und herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme vor, statt ihm. Oh, haltet die Ohren steif. Gute Heimreise, Planas. Pass auf dich auf. Tschüss, Planas. Und grüß bitte alle im Dorf ganz lieb von uns. Ja, auch die... Auch den doofen... Auch Opa. Pam, pam. Ja. Das war ich, oder? Du bist ein... Du bist eigentlich ein Mensch, Pina? Aber du kannst dich an nichts erinnern? Und du wirst doch irgendeinem Grund von irgendjemandem gejagt? Planas stelle ich mir immer mit der Knuckles-Stimme vor. da essen sie die immer einen drauf. Mit der deutschen Knuckles-Stimme stelle ich mir Planas immer vor. Ich kann die deutsche Stimme leider nicht so ganz. Ja, die ist halt ruhig. Vorhin beim Abendessen, als Hirashi allen von deiner Vergangenheit erzählt hat, alle haben es sofort akzeptiert, nicht wahr? Entweder das oder sie hatten es furchtbar eilig und wollten was essen. Alle haben gesagt, dass sie dich beschützen werden, falls irgendwas passieren sollte. Also kannst du beruhigt deiner Arbeit fürs Forscherteam nachgehen. Ich werde nicht verstoßen, Yippie. Gehen wir ab morgen wieder alles. Guten Nacht, Mammut. Gute Nacht. Aber eine Mission machen wir noch. Es war viel zu viel Gelaber für heute. Und wenn es nicht das Libella ist, dann irgendwas anderes. Dann am nächsten Morgen. Lass uns heute wieder alles geben. Oh. Lasst uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Mit einem Lachen werden wir es machen. Der frühe Vogel fängt das Raupi. Oder Glitzer. Oh, Glitzer. Ja, mein Ruf. Ja, Mann, die hat Jawald ruft. Oh. Schlagzeug. Okay. Okay, Vorbereitungszeit. Okay. Yay. Die Präparation. Präparation. Ja. Oh mein Gott, wir müssen so viele fucking Samen mitnehmen. Und alle verkaufen. Ich bin sehr sauer. Ich leg die Banane wieder hin. So, haben Sie ein paar... Hat er nicht? Okay. Er hat keine Samen für uns. Das sieht dir aber gar nicht ähnlich, du Samenloser. Was also, grinst du so? War Superkopf's Gold? Echt, na toll. Nein, ich verkaufe für Gold. Das ist echt toll. Na? Items mitnehmen, dann bitte mal 4 geile Mini-Belebersamen. So, das sollte dann passen. Und dann schauen wir uns mal eben schnell um. Was für Mission. Nein, ich will das einem Elixier nicht weghaben, ich will speichern. Sorry, dass ich heute nicht ganz auf der Höhe bin, aber ich habe ein bisschen Kopfbrummern. So, was sagt die Konnexosphäre? Ist ja zum Glück nur eine halbe Stunde. Ja. Wir haben Philippa. Was macht Philippa? Philippa! 51 verbundene Pokémon. Auf dem Wasser kommt. Ja, nur Ebene 2, ich weiß nicht. Das können wir irgendwann machen, wenn die Zeit knapp wird. Cheerios, aber mit Cheerios sind wir nicht verbunden. Ich hab keinen, nein. So, dann haben wir Letarking. Gegen Letarking kämpfen. Im Blätterplateau. Auf dem Wasserkontinent. Weißt du was? Machen wir. Ist zwar nur Ebene 3, aber wir machen einen fetten Kampf. Da steht ja auch ein verdammtes Letarking. So, ja, das kommt dazu. Dann ist die Frage, wen nehmen wir mit? Auf das Blätterplateau. Oh. Wir können nochmal rein. So, Simsana ist weg. Können wir jetzt Butalana wieder mitnehmen? Radwan können wir mitnehmen.
Dann nehmen wir Dragoran mit. Weil Dragoran hat auch sehr effektiv. Nee, hat's nicht. Okay. Egal. Vorwärts! Ja, keine Kampfattacken. Stimmt, Kampfattacken nicht überhaupt. Okay, was haben wir hier Schönes? Den Paralyseschutz einmal für dich. Yay. Dann einmal switchen wir zu Dragorino. Dragoranino. Da ist ein meine Augen! Fand ich doof! Verdammter Affe! Der Affe macht 4 Schaden. Er springt da hat ja Pocket Sand in die Augen geschmissen. Boah, ich habe auch letztens wieder so ein Meme gesehen von wegen Scheiße, Pocket Sand. Hm. Ja. Ich mach jetzt nichts mehr. Einfach ein Kind geschlagen. Ja, diese Dragoran hat ein Kind verprügelt, versehentlich. Ja, aber das ist so, boah, Bruder, musste das jetzt sein? Das Wechseln mit Pina ist nicht möglich, aber ja, so geht's. So, Statusansteckung, ja, weißt du was? Machen wir den hier, dann kann ich mir nichts machen. Natürlich setzt uns auf das Pokémon ein, was nicht immun ist. Ich will nicht sagen, ja, dass die Nebelleber-Samen nicht dafür da sind, aber halt, es zackt schon die für so eine Scheiße. Oh, der war knapp. Zu verlieren. Hey, wenn wir es schaffen, können wir noch das Pilippi. Können wir Pilippa auch noch holen? Boah, wie viel Geld hier liegt? Stinkin' Rich. Ja. Flieg Dragoran, flieg. Drago flieg und sieg und dann klatscht das Frangela weg und das Blutzug. Sein Blutzug, ja. Und dann tötet Luxio für das, was es uns damals angetan hat. Sweet Redemption! Dieses dumme Vieh, ey. Ich kann mich nicht an die Details erinnern, ich kann mich nur erinnern, dass ich Luxio nicht mag. Das hat uns sehr oft getötet. In einem früheren Dungeon. Bam! Ja, das war definitiv For Redemption! Üben Durchschützer. Oh, warte, mit ihm kann ich den Platz tauschen. Ja, mit Otaro. Mir. Weg mit dir. Ich bin Waterboy. Bam, Feinimmunität, her damit. Das war jetzt ein bisschen dumm, aber whatever. Well. Erkunden wir einmal schnell die ganze Ebene, weil wir haben nur 3 Stück. Wir brauchen jeden einzelnen Erfahrungspunkt. Yep. Und noch Feuerschlag, perfekt. Perfekt, nimm das mit. Weißt du was, dann trinke ich das. Oh, warte, ich kann es mitnehmen. Flap, 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 flap. Hier ist aber echt nicht viel los gerade. Smash. Mehr Geld! Ich glaube, dieser Dungeon ist echt winzig. Okay, dann nichts mehr weiter. Oh. Auf der nächsten Ebene hält sich jemand auf. Es ist keine Rettung möglich. Sei vorsichtig. Okidoki. Okidoki. Achtung! Du findest den einfach und besiege ihn! Die Dragon Quest Musik beginnt. Oh shit. Wieso dürfen sie sich überhaupt bewegen? I don't know. Vernichtung! Bam, bam! Oh mein Gott! Ja! Yeah. Zugabe! Bam! Hallo? Ah, das gilt nur für Angriffe, wie es aussieht. Ist ein Apfel. Und dann geht er einen Schritt vorwärts. Und dann klatscht man ihn wieder weg. Nein, du Vollidiot!
Bam! Ich kann dich treffen von da! What have you done, Pina? Ich muss mit dir den Platz tauschen. Okay. Leg dich mit jemandem deiner Größe an! Er hat nicht getroffen. Aber egal. Es ist benommen. Es taumelt. Finish it. Finish. Das Faultier. Mein Gott, ich habe eine Menge HP. Wie ich nicht treffe. Nicht mal. Oh boy. Finally. Lass ihn einfach zurückkommen. Würde ich mal sagen. Bam, bam, bam. Schmerz, okay. Zugabe. Super duper Zerstörungsattacke. Ja. Schmerz. Letzter King wurde besiegt. Gut gemacht. Was voll drauf und dabei hattest du noch nicht mal richtig Lust auf den Kampf. Ich hatte ja auch keinen Bock. Bitte, sonst hätten wir jetzt vier gemeinsam. Oh, wir haben ein geiles Lethal-King, was aus irgendeinem Grund jede Runde angreifen kann. Es kann nicht jede Runde angreifen. Wenn es angegriffen hat, aktiviert sich Truant. Ha. Dann kann es einfach, muss es einmal aufsetzen. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr. Wir haben Influence. Hat erzählt, gegossipt. Geiles Knit. Und 30 Forscherteampunkte. Wir verlassen den Dungeon. Yay! Husch, husch, husch. Okay. Ja, nice. Heute ist Schluss mit der Forschungsarbeit, aber es wird gleich weitergehen. Oh shit, die Story geht auch weiter. Der zweite Tag in Folge Sonnenschein. Uff. Ist so heiß. Es ist echt schlimm in letzter Zeit. Mir geht's gut. Bist ja auch ein Feuertyp. Ich halte diese Hitze kaum noch aus. Ja, ist ein bisschen heiß, aber kommt schon. Na dann wiederum, diese Sonne brennt stärker. Ich spüre das Feuer in meinem Herzen. Pina, an Tagen wie diesen. An Tagen wie diesen. Hält einfach nur jede Menge zu essen und eine Beach-Episode! Beach-Episode! Je mehr wir essen, desto schneller kommen wir zu Kräften. Ja, am besten Eiscreme. Wo ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich ganz schön Hunger hab. Lass uns schnell nach Hause gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch wichtig werden. Hamut hat's gut, er ist immer so schnell und hungrig. Ich glaube, du warst nur wohl. Haben Sie schon davon gehört? Aber ja. Ja, Sie meinen die Sache mit den versteinerten Pokémon, oder? Furchtbar, einfach furchtbar. Aber was will man machen? Die reden doch von den Pokémon, die zu Stein wurden. Erinnert mich gleich wieder an Latias und Latios. Die Pokémon, die auf dem Windkontinent zu Stein verwandelt wurden. Wer würde denn so etwas tun? Und warum? Ampharos hatte wohl Ente im Verdacht, aber damit lag er anscheinend ja falsch. Und irgendwas stimmt auch nicht mit dieser Hitzewelle. Was sind alles in der Welt geht hier nur vor sich? Ich kann nicht mehr denken wegen dieser Hitze. Oh shit. Under the sea. Oh shit, das Kyogre. Versteinerte Pokémon? Selbst legendäre und mysteriöse Pokémon sind betroffen. Irgendwer oder irgendwas will uns nach und nach zu Stein verwandeln. Was steckt nur hinter all dem? Und wen trifft es wohl als nächstes? Bayern. Aber das war noch nicht alles. Oh, denn shit. Barmut hat Leuten von euch erzählt. Und deshalb geht das Abenteuer jetzt weiter. Was?
Ein Ankündigungsschreiben? Genau. Die Versteinerungen, die neuerdings alle in Angst und Schreckengasse ersetzen, werden vom Täter offensichtlich mit Hilfe von Flugblättern im Voraus angekündigt. Glaubterix, du warst vor kurzem auf dem Windkontinent. Und dort hast du doch Latios und Latias gesehen, nachdem sie versteinert wurden, nicht wahr? Wie es aussieht, haben die beiden ebenfalls Ankündigungsschreiben erhalten. Latios und Latias leben eigentlich auf dem Graskontinent, stimmt's? Als sie das Ankündigungsschreiben bekommen haben, müssen sie in Panik geraten sein. Genau, sie wollten nicht versteinert werden, also sind sie zum Windkontinent geflohen. Aber dort hat sie der Täter eingeholt und seine Drohungen schließlich wahrgemacht. Sowohl Latios als auch Latia sind legendäre Pokémon. Es scheint, als habe es der Täter auf legendäre Pokémon abgesehen. Verdammte Sammler. Legendäre Pokémon? Oh Gott, was ist, wenn sie Sternchen-Pokémon erwischen und der dann onscreen stirbt? Genau. Der Ablauf ist immer der gleiche. Ein legendäres Pokémon erhält ein Ankündigungsschreiben. Und dann wird es in einen Kampf verwickelt und schließlich versteinert. Es ist Person 5. Oh, hör auf mit dem Persona-Referenzen-Spiel. Wer hinter all dem steckt und was sein Motiv ist? Tja, das weiß niemand. Ach ja. Unser Verdacht, Entei könnte der Täter sein, hat sich inzwischen als falsch erwiesen. Pina, Barmut, bisher hatten wir es für euch geheim gehalten, aber wir untersuchen die Sache mit den Versteinerungen schon seit längerer Zeit. Der Frieden der Welt hängt davon ab, dass der Täter gefasst wird. Irgendwo versteckt sich der Übeltäter, so steht es fest. Wir wissen natürlich nicht, ob es sich dabei um ein Pokémon handelt. Oder um etwas völlig anderes. Ich werde ab sofort noch mehr Mitglieder auf diesen Fall einsetzen. Bisher waren nur Flapterix und Bammelin an und den Untersuchungen beteiligt. Skoppel, Flunkiefer, ihr beiden werdet ab sofort unterstützen. Klar. Verstanden. Okay. Und was ist mit uns am Voraus? An eurem Aufgabenfeld ändert sich nichts. Was? Aber wir wollen auch dabei helfen, den Fall mit den Versteinerungen zu lösen. Das Erstellen der Weltkarten ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe. Auf dem Stadtplatz kursieren neuerdings viele Gerüchte über die Versteinerung. Wenn ihr einen wertvollen Hinweis erhaltet, sagt bitte dir denn Bescheid. Und was ist mit mir? Du stirbst nicht. Ich will mich auch nützlich machen. Du beobachtest bitte weiterhin den Lauf der Sterne hier, Jirashi. Diese Aufgabe ist für mich genauso wichtig wie die Sache mit den Versteinerungen. Alles klar. Und dann lasst uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Ja! Jawohl! Well. Eine Mission werden wir noch schaffen. Warten, diese Pokémon sind gerade motiviert. He walks! Vielleicht nehmen wir Walks ja mit auf ein Abenteuer. Also, kann ich mein Team sogar tatsächlich schon anpassen? Also. Ich würde sagen, machen wir die Pelipper-Mission. Ja, die Pelipper! Anton. Anliegen war auf dem Wasserkontinent Ebene 2. Das ist auch nur ein Stern, das heißt, da können wir den Senior mitnehmen und eventuell ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Ich habe nämlich herausgefunden, gerade eben spontan, dass man mit Y sofort ins Teammenü kommt. Wo ist unser Freund? Wo ist Walks? Oh, ganz vorne. Warum auch nicht? Aber wiederum haben wir doch ein besseres. Ich will mit Walks gehen, aber trotzdem so Normal Type eigentlich ganz so gut. Ja, im Molgas technisch gesehen besser, was scheiß drauf. He walks. Mehr muss ich nicht sagen. Ja. So, sind wir gestorben in der letzten, im letzten Dungeon? Ich glaube nicht. Okay, aber trotzdem ein bisschen Vorbereitung. Wir haben viel Geld gefunden, sagen wir mal so. Das sollten wir nicht verschwenden. Oder? Anne, doch, wir sind einmal gestorben. Verwirrung, ich erinnere mich. Ach ja, oh mein Gott, ja. Deine Verwirrung fit.
Keine Zweige, keine Samen, okay. Dann kann ich das Geld auch ablegen. Hm. Hast 5000 Geld. Oh boy. Weg mit dem Samen. Flee-Orb, Tempo-Orb. Reduzier-Orb. Ein Mini-Beleber-Samen genügt, denke ich, für die jetzige Mission. Und nichts wie vorwärts. Let's go. Let's go to the dungeon and then killen wir alle. Auf in die neue Gebirgskette. Sie liegt hinter der alten Gebirgskette. Welche hinter der neuen Gebirgskette liegt, ihr kennt das Spiel. Ja. Hey, war das gefühlt der erste Dungeon, den wir gemacht haben? Warte mal, der ist trotzdem Level höher als wir, oder? Ja, das spielen wir sehen, ja. Lauf, kleine Flufnudel! Yay! Die Flufnudel läuft. Und von ich du! Ah ja! Machst du tatsächlich ein Schlitzer, oha! Wassermaus! Hast du die. Hast du das mal drei gesehen? Was hast du eigentlich gerade für einen Status? Drei? Hab ich gerade nicht bemerkt, sorry. Alter, die Blume redet! Vernichtung! Bam, bam, bam! Mal drei! Alter, das war mal drei! Aber Alter, wir müssen sehen, die, ja. Wir müssen so reingrinden jetzt. Schade! Hey! Ah, fand ich nur mal drei. Nee, wir werden noch nicht gehen. Ein bisschen werden wir noch flufeln. Und Nudeln werden wir vielleicht auch noch. Rumflufen. Ja, Rumflufnudeln. Ich finde es so schade, dass er nicht so walkt, wie wir es halt sehen wollen. Mhm. Ja, oh, das ist so cute Ding. Ja, was? Forward Walk Cycle macht. Hallo Gegner, wo seid ihr? Ich werfe Erfahrungspunkte. Junge, gib Erfahrungspunkte, ich kann ihn nicht treffen, oder? Okay, anscheinend doch. Anscheinend doch, I don't know. Kratzer aufgewertet. Oh nein, Otto. Ich werde jetzt legit einfach hier rumstehen und warten, dass sie kommen. Hm. Hör mal auf, mein Ding wegzudingsen. Ich dings dich gleich weg. Weggenatzt! Nee, aber sorry, das lohnt sich gerade ein bisschen. Dreifache Erfahrungspunkte. Es ist auch nur Ebene 2, wo wir hin müssen. Ich weiß natürlich nicht, ob wir kämpfen müssen, ist die Sache, aber. Einfach mal eine Runde grinden. Wahrscheinlich gar nicht mal so krass. Und wenn es soweit ist, dass ich den Apfel gehe, dann auf die nächste Etage. Ich glaube, Äpfel haben wir nämlich genug. Wieso trifft dieser Windangriff immer zweimal? I don't know. Ich dachte, Windhose ist kein Trapping Move. Ich wollte gerade sagen, wie lange dauert das, bis die Gegner spawnen? Oh, schon ein bisschen zu dauern. Gib mir keine Lehmschelle. Ich geb dir eine. Ja, okay. Kratzer Klatsche. Der nächsten Ebene hält sich jemand auf. Oh, ist das etwa Pelipper?
Ah, okay. Wir müssen Philippa einfach noch finden. Ja. Der Pelipper, dann pfeife ich mir jetzt einen Apfel rein. Ja. Und dann werden wir noch ein bisschen kaputt machen. Boah, gut, Junge. Schwing! Warum sieht dieses Mal 3 so unglaublich befriedigend aus? I don't know, vielleicht weil es in Regenbogenfarben blinkt. Wer ist unter der Influence eines Supersterns? Härtner, 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 ich geb dir gleich Härtner. Du weißt nicht, was wahre Härte ist. Wir haben wiederum, wir kriegen aber nur 18, warte mal, 18 mal 3 ist, also 18 mal 9, ist, 18 mal 9. Also das ist technisch gesehen 2 mal 81, 2 mal 81 sind 162. Das ist eigentlich schon gar nicht so viel. Aber dafür, dass es uns jeder Lobob-Gegner gibt, ist es eigentlich ganz geil so. Oder ist mein Mathe falsch? Wait, 18 mal 3. 18 mal... 18 mal 9. Weil 18 mal 3... mal 3. Ja. 18 mal 3 mal 3. Wir sind nochmal mal 3. Nein, wir haben 3 mal jeweils 18 Erfahrungspunkte bekommen. Ach so, das meinst du. Ach so, ja natürlich, wir kriegen insgesamt... Nein, du hast recht, also 3 mal 8. Ja, jeder kriegt 18. Aber okay, nur Senior scheint den mal 3 Bonus zu kriegen. Oder kommt er auch, wenn du 5 bist und jemanden klatscht. Oder über dir. Versuchen wir es. Kann man ja mal ausprobieren. Hey, wo bist du? Da. Oh nein, er hat irgendwas gemacht! War das Heilsperre? Heilsperre? Oh mein Gott, was nur ist über das? Senior. Nur über Visenya! Visenya! Warum tust du mir das an? Er hat mich in die Luft gejagt. Ja. Weißt du was, dann darfst du das machen. Ja. Aber ich komme mir gerade echt verarscht vor. Und ich gebe mich wieder alles. Keine Angst, ich brauche das nicht mehr lang. Ja. Aber Brü! Was ein Scheiß. Okay. Ich bin gerettet, danke. Ah. So, wer sind deine Freunde von der Polipperpost? Miteinander verbunden. Nur Hundemann. Nur Hundemann, das ist schade. Meine Forscherteampunkte sind um 20 geschrieben, das ist sehr traurig. Und wir verlassen jetzt den Dungeon. Okay, die Folge war doch ein bisschen kürzer, als ich erwartet habe. Well. Oder wir machen jetzt noch den Prolog fürs nächste Mal. Mal schauen. Heute Schluss mit der Forschungsarbeit. Na, dann wiederum lassen wir es. Oder? Passiert noch was? Stopp, schnell, schmatz, schlapp. Ja, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Und tschüssi. Bye.